willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Ghostwatchers. Das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Es gibt aber oder gab ein Halloween-Update. Heute dabei sind der liebe Nils, der liebe Simon, beide unten in der Beschreibung verlinkt. Kennt ihr sicherlich von den Rocket Beans. Und in diesem Halloween-Update gibt es eine neue Map, die Kirche, einen neuen Geist, die Nonne und noch einen Geist, der noch nicht definiert ist. Neue Items, neue Horror-Animationen, es wird cool. Ich werde es den beiden jetzt mal ein bisschen erklären. Das hilft mir auch wieder ein bisschen reinzukommen und für die von euch, die es nicht kennen, auch ein bisschen das Spielprinzip zu verstehen. Und meine liebe Community im Chat sagt euch gerade ganz süß Hallo. Deswegen kommt doch gerne vorbei auf www.twitch.tv/gnu-live. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wir starten das Spiel. Let's go. Es gibt anscheinend noch einen neuen Geist. Das ist der Traumverschlinger. Also, hier seht ihr, das brauchen wir am Ende, dieser Ball. Mit dem müssen wir ganz am Ende den Geist fangen. Das ist jetzt aber noch nicht wichtig. Dieses Ektoplasma hier, Plasma-Absorber, der sorgt dafür, dass der Geist langsamer und schwächer wird. Und hier mit diesem Gerät, vernichtendes Licht, sehen wir den Geist. Also der zeigt, wenn er näher kommt, zieht er den auch so ein bisschen Feuerfunken ab. Aber das ist jetzt alles noch nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr mal auf Tab drückt. Da findet ihr nämlich die Forschung. Wenn ihr auf Enzyklopädie geht, seht ihr unten bei Geistertyp alle Geister. Da könnt ihr die euch mal anschauen. Das Kind, die Dunkelheit, der Dämon. Die sehen ganz geil aus. Ja, der Traum ist zum Beispiel neu. Traumverschlüsseler ist neu. Der Trunkene, der Gehängte, ein Yangshi, die Nonne ist neu, Poltergeist, Marionette, die ist gruselig, und der Vampir. Ganz geil, okay. Und hier gibt es quasi einmal bei der Forschung, da gibt es verschiedene Sachen. Man ermittelt zum Beispiel das Alter und die Stimmung. Das Alter ermittelt man beispielsweise mit einem Ouija-Board. Je nachdem, wie nämlich dann das Ouija-Board reagiert, wissen wir, ob er alt und jung ist und die Stimmung auch, ob er Gegenstände schmeißt. Alles andere ist eigentlich schon ähnlich wie bei Phasmophobia. Ihr seht ja hier auch die Gegenstände. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt auch, ich glaube, eine Taschenlampe haben wir sogar schon, oder? Im Spiel? Nee, haben wir nicht. Dachte ich eigentlich, dass wir die haben. Taschenlampe, haben wir nicht eine gehabt? Elektromagnetischer Feldsensor, Partikelzähler. Ich glaube, dann gucke ich mal, ob ich die kaufen kann. Ich dachte, die hätten wir. Feuersalz. Okay, ich kaufe mal. Hier, ich habe jetzt eine. Genau, ich glaube, da lag nur eine, oder? Da liegt nur eine. Das ist noch eine Schwarzlichttaschenlampe. Ah, oben im rechts im Regal. Das sind eine Menge Gegenstände, Alter. Okay, aber sehr spannend. Ein Altar ist nicht dabei, Simon. Ich sag gleich nur im V. Und wir sollen silberne und goldene Bomben müssen wir auch kaufen. Das machen wir gleich, erkläre ich gleich warum. Weil wir können die Geister, wenn sie uns angreifen, abblocken. Und das ist wichtig, weil die zerren uns dann irgendwo hin und beim zweiten Mal bringen die dich um. Und wenn der dich nämlich packt, kannst du ihm die Bombe ins Gesicht jagen und dann macht er nämlich nichts mehr, lässt dich los. Das ist ganz arg wichtig. Aber wir kommen jetzt erstmal ganz entspannt und ruhig rein. Ich guck gerade nur mal, wo sind denn die Taschenlampen? Bin ich blind? Ich sehe jetzt auch keine. UV-Taschenlampe. So eine die große, so eine ganz große. Genau, die kannst du nehmen, genau. Ah, da kauft man. Leistungsstarke, und ansonsten können wir auch noch normale nehmen. Ich kaufe mal noch eine normale. Hier. $50 kostet. Ja, hier hat's noch eine. Ich habe hier dir eine reingelegt, wenn du magst. Da. Hier hast du eine. Ich habe ja eine in der Hand jetzt. Ah, okay, das ist eine kleine. Ich habe auch eine, ich habe die große. Alter, du hast so eine riesige. Mann, ich muss das kompensieren. Lass mich doch. Okay, ich würde sagen, ich nehme mal noch Geisterbox und den hier. Ihr könnt gerne Gefriertemperatur mitnehmen. Goldene Bombe oder was? Nee, silberne Bombe. Was genau ist das? Da würde ich auch euch raten, nimmt mal einer von euch bitte das hier, was ich hingeschmissen habe. Auf dem Boden. Genau. Ja, so wir nehmen jetzt nämlich immer nur eine Sache mit zum Ermitteln. Und die andere, in der andere ist die Bombe. Das heißt, einer von euch kann auch die goldene Bombe nehmen, wenn er möchte. Und ich kaufe noch mal eine silberne. Weil wir müssen. Nils, nimm sie. Ich habe sie bereits. So, ich habe hier noch mal eine silberne gekauft. Die kann sich, glaube ich, Simon nehmen. Silberne Bombe, okay.
Genau. So, jetzt, also ich habe jetzt den EMF-Reader. Was hast du dabei? Die UV-Lampe oder was? Salz brauchst du nicht. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Macht nichts, das kannst Werte du einfach Dame. Wegschmeißen. Das, aber du kannst die Gefriertemperaturen nehmen. Die brauchen wir um den Geist zu ermitteln. Das ist da. Oh, scheiße. Thermometer quasi. Ja, oh mein Gott, ja, das ist sorry. Musst du nicht hier noch die goldene Bombe nehmen? Ja, wo ist denn die goldene Bombe? Ich glaube, das ist... Ups. Was ich schon mal mache, ich schmeiße es schon mal ganz vorne rein, weil dadurch erfahren wir, ob er ruhig oder aggressiv ist. Ihr könnt mal kurz mitkommen, dann zeige ich euch das. Und zwar gehen wir jetzt nämlich... Ich habe jetzt einen Feldsensor. Das Ding hier. Was? Nee, das Lava-Ding, das ist nicht die Goldbombe. Neben dem Lava. Da, jetzt habe ich sie. Okay. So, okay. Also ich mache es immer so, das Reacher-Board und die Puppe, die sind dafür da, damit wir am Ende wissen, ob der irgendwie unruhig ist oder nicht, weil damit, das brauchen wir später. Ich schmeiß die Sachen immer am Anfang hier rein, im Eingang, weil es gibt einen Lieblingsgegenstand vom Geist. Wenn wir den finden und den hierher schmeißen, dann kommt der Geist nämlich immer wieder her und dann bewegt er diese zwei Dinger. Und anhand, wie er sie bewegt, können wir nachher ermitteln, ob er, lass mich mal gucken. Guck mal, da, wenn ihr auf Tab drückt und runter geht bei Forschung, steht Voodoo-Puppe und Ouija-Brett oder Ouija-Brett. Und da steht ja keine Interaktion, der Anzeiger bewegt sich von einer zur anderen und damit ermittelt ihr, wie alt er ist oder wie seine Stimmung ist. Und die brauchen wir auch. So, jetzt Ausschlussverfahren kann man dann einfach sagen, welcher Geist das ist. Genau, und hier liegt immer noch die Gefriertemperatur. Die muss noch einer von euch... Oh, ihr habt meine Geisterbox genommen, glaube ich. Okay, dann habt ihr die... Ja, ich kann die hinschmeißen. Die lag du kannst ruhig das EMF nehmen, dann nehme ich die Gefriertemperatur, das ist okay. Also ich habe auf jeden Fall dieses GPS-Radio-Ding, was genau immer durchläuft. Genau, das passt. Okay. Und ihr merkt schon, es ist anders wie ein Phasmo. Ihr müsst die Lampe immer hin und her wechseln. Also die bleibt nicht. So, jetzt müssen wir am besten reingehen, ihn aufspüren. Das heißt, lass du ruhig dein EMF an. Switch immer mit dem Mausrad zwischen Taschenlampe und deinem Gegenstand. Und wenn du musst uns dann sagen, wie viel angezeigt wird. Wird zum Beispiel 5 Lichter angezeigt? Blinken beide Lichter rot? Sag mir genau, was draufsteht, wenn du es siehst. Simon auch. Und jetzt suchen und wir auch, den Gegenstand. Radio immer hin und her. Genau. Und wir suchen jetzt den Gegenstand. Der Gegenstand leuchtet sehr auffällig. Ihr werdet sofort wissen, welches ist. Das würde ich als erstes mal machen. Die goldene Bombe bewahre ich erstmal auf. Die ist dann, wenn ich gefangen werde. Scheiße. Ja, genau dafür hättest du jetzt gebraucht. Was der ist draußen? Hilfe, Hilfe, der zieht mich raus. Oh Gottes Willen, was macht er denn? Ich wusste nicht, dass der hier schon handelt, Alter. Ja, weil ich dachte, man kann die... Was sagt dein Ding? Was sagt deine Lampe? Ich dachte, man kann sie werfen. Ich wollte sie zu dir werfen, um dich zu retten. Und dann explodiert mir das Ding. Ach so, nee, also genau, die Lampe ist immer so. Es gibt irgendwann so einen Ticker, den werde ich euch sagen. Dann sage ich, nehmt eure Bomben in die Hand und wenn der Geist euch packt, dann müsst ihr die werfen ins Gesicht. Sonst passiert das, was mir gerade passiert ist. Aber das war gerade kein Angriff. Danke, das ist so lieb von dir. Komm, wir gehen noch mal rein. Ich hätte nichts getan. Oh, so. Ich hätte für dich da sein müssen. Es ist okay. Es ist okay. Ich lebe noch. Okay. Es beginnt echt schon gut, Mann. Wie mache ich denn eigentlich noch mal hier diesen Ding, dass der jetzt misst? Ach, der misst jetzt von alleine. Ich muss jetzt nicht mehr drücken. Oh. Okay. Komm, lass uns zusammenbleiben. Ja. Das ist nett, obwohl ich dich nicht retten konnte. Es ist okay. Es ist okay. Ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Ja, danke. Es war nicht gut genug. Das stimmt allerdings! Das ist er nicht. Es gibt halt jetzt 9 Grad. Was sagt dein Ding? Genau. Eine grüne Lampe. Simon, du kannst deins auch mal anmachen. Das mal beredet. Okay. Ein Heulen oder sonstiges hat auch eine Bedeutung. Oh, habt ihr das gerade gehört? Nein. Was war da? Das war so ein Grusel, so ein Türknarzen. Macht das ein Geräusch, dein Ding? Das hört sich so an. Simons Ding, ne? Oh, kommt mit, kommt lieber mit mir. Ne? Das ist so ein typisches. Kommt mit mir mit. Ja, ich komme. Ich laufe. Ich lasse dich nicht mehr allein. Wie viel Grad hat es hier gerade gehabt? Ich meine, du hast auch nicht besonders viel an, ne? Es kann sein, dass du auch subjektiv. Ja. Dass ich kälter ist. Also. Ich mach das für die Klicks! 15 Grad, okay. Was sagen eure Sachen? Eure Barometer? Nix. Okay. Kein Ausschlag. Dann lass uns mal hochgehen. Oh Gott, das ist ja schaurig. Hier wurde ja irgendwer operiert. In so einem Keller, so ein Operationstisch. Das ist eine Kirche, ist das. Wieso haben die einen Obduktion? Obwohl, gut, da werden die Leichen gewaschen und so, ne? Ja. Ja. Okay, auch nix. Boah, also ich glaube, die Map ist richtig riesig, ne?
Was sagen eure Gerätschaften? Nix. Ich, leider nix. Sobald sich was verändert, sage ich Bescheid. Ja. Okay. Das ist auch ein bisschen anders hier, weil der Geist, umso näher der ist, umso mehr merken wir, sagen wir es mal. Liebe so. Freunde, wir sind. Oh! Hier heute zusammengekommen, um dem heiligen St. Martin eine Andacht zu. Oh! Oh, schnell weg. Da ist ein Sarg aufgebahrt. Okay, wir können auch mal rausgehen sonst, weil der bewegt sich auch draußen am Friedhof vielleicht. Oh, ich höre was. Ja? Was hörst du? Ja. Also, da war gerade so ein schrilles Schreien. So oh. Okay. Auch ein. Ja, mehr wie so ein Horror-Soundeffekt. Ich okay. habe das Spiel ja nie gespielt, dadurch weiß ich das nicht. Ist entweder ein Grummeln oder ein aggressives. Hört Grummeln. Ihr das? Hört ihr das? Ja. Ah, sehr gut, das ist ein Beweis. Schmeiß hin, kommt mal mit. Sehr nice. Kommt mit. Wie, was heißt schmeiß hin? Schmeiß es weg. Dann drückt ihr das Tab. Schöne Ding. Das macht ihm nichts. Und dann kannst du mal Tab drücken. Bist du hier? Komm rein, ja, Simon, schnell. Ich bin raus von der Tür. Komm rein zu uns, da bist du sicher. So, wenn du jetzt Tab also, drückst, auf jeden Fall irgendwas. Dann ja. steht doch der Rundfunkempfänger. Komm mal weiter rein, ich zieh dich jetzt gleich raus. Ich sehe es schon, komm okay, so. Okay. So, da steht doch Rundfunkempfänger. Wenn du da drückst, steht da Weinen. Das gibst du schon mal. Halten Sie es mit dem Walkie-Talkie interagiert. Ach so, du meinst bei Anpassung bei des Forschung. Geständnisses? Oder? Wenn du Forschung. Tab drückst bei Forschung. Ja, ich sehe es. Ist direkt vor unserer Tür, ne? Ich sag's mal. Weinen. Ja, genau. Weinen. So, das haben wir schon mal. Stimmung war... Wissen wir noch nicht. Ruhig. Aber das ermitteln wir gleich mit dem okay. Ucha-Brett und der Voodoo-Puppe. Die geiert hier jetzt rum. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal raus, Simon. Du, ja, die ist direkt hier. Hörte sie? Die flüstert doch immer so eklig. Ich mach's jetzt mal kurz leicht. Simon, nimm mal mein Messgerät und sag mir die Temperatur. Ich gehe kurz rein und mach sie langsam. 15 Grad, 14 Grad. Nils, kannst du... Komm mal her, schnell, komm zurück, zurück. Ja. Weil wir werden sie jetzt, wenn sie in der Nähe ist, absorbiert er ihr jetzt gleich was. Deswegen gucke ich gerade nur. Also ich soll gar nicht raus. 15 Grad immer noch, 14. Oh, was? Okay, oh. Das war ich, sorry. Die ist hier irgendwo. Ich weiß aber nicht wo, ich habe ein bisschen Schiss gerade, sorry. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt. Also ich merke es, sobald die Gradzahl fällt, ja? Ja. Packen's mein Chat sagt, es waren Wahlgesänge. Genau, okay. Stimmt. Ich weiß nicht. Ach, guck mal aufs Ouija-Board, Leute. Was seht ihr da? Wo ist es? Hier. Oh Gott. Es bewegt sich und zwar von... Oh shit. Links nach rechts, rechts. Genau, dann kommt nochmal mit in den Van. Ich will nur, dass sie überlebt. Oh, das wäre geil, wenn da wirklich eine Ganz Message... Ganz geil, wenn da eine echte Message kommen würde. Ja. So, jetzt haben wir einmal Ucha-Brett und da geben wir ein. Was geben wir da ein? Von einer Ecke in die andere. Genau. So, dann haben wir auch schon mal das. Wenn sie jetzt noch mit der Voodoo-Puppe was macht, haben wir sogar schon mal viel mehr ermittelt. Und dann können wir jetzt eigentlich, ich nehme mal kurz den hier mit, den Partikelzähler. Zählen eigentlich kurz an den Chat die Sachen jetzt automatisch oder muss ich irgendwas drücken? Okay, habt ihr noch was? Du hast ja die Gefriertemperatur. Was hast du, Nils? Ich habe dieses Milligauss. Ja. Perfekt. Die Gefriertemperatur ist draußen, die hole ich. Ach nee, doch, habe ich ja jetzt. Genau. Stimmt, ich. Okay, Jungs. Dann ja. Let's go. Let's go. Nochmal rein, die ist hier irgendwo in der Nähe, ich weiß es. So, mein Zähler zählt noch nix. Milligauss ist ruhig. Okay, lass uns zusammenbleiben. Und gerne. Wenn einer von uns geschnappt wird, rennen wir alle hinterher. Da bin wir, ich bleiben voll hier, also, wir bleiben hier in der Kirche, bei dem Sarg, okay. Oh, wer da wohl drin liegt, sag ich nicht. Okay. Wir gehen mal hier lang. Also die Geister machen auch richtig krasse Sachen, ne? Die hängen dann auch an der Wand und so. Das ist schon echt nice. Ich habe es jetzt extra mal nicht auf so extrem hart gestellt. Das können wir nachher machen, wenn wir das Spielprinzip verstanden. Oh, shit, das Buch fliegt! Oh. Ja, nehmt eure Bombe in die Hand, Bombe in die Hand, Bombe in die Hand! Oh nein! Oh Gott, sie greift es gleich an. 3, 2, 1. Übrigens, nichts gewesen mit. Oh, hat er dich? Es wird auf jeden Fall nicht kälter. Okay, alles gut. Also, Scheiße, mich! Nein, Bombe! Bombe! Oh nein, ich bin tot! Ich lauf weg, ich hab Angst. Oh, ich seh's! Ich bin tot! Das Vieh, hinter Nils her! Nils! Ich seh's! Hinter dir! Nein, hinter mir auch! Es zieht mich weg! Ich kann dir nicht helfen. Aber ich hab's gesehen! Ich hab gesehen, wie es aussieieht! Oh nein, wenn ich hab auch den falschen. Ich hab links klicken. Ich hab. Oh, ihr müsst links klicken, ne? Okay, ganz ehrlich, ich hab's gesehen, wie es aussah. Ich hab. Ja, ich auch.
Es ist weg übrigens. Oh Gott, lauft. Ich glaube, es war der Poltergeist. Ich habe die Bombe weg. Ihr müsst Linksklick drücken, nicht rechts, sonst schmeißt ihr es weg. Ja. Zu viel Phasmo gespielt, ey, Mann. Okay, ihr könnt jetzt gerne noch weiter ermitteln, wenn ihr Bock habt. Also es waren auf jeden Fall minus 10. Ich werde mal was eintragen. Was? Ja. Oh, super. Mache ich auch mal. Thermometer waren, also es gibt nur minus 20, minus 10, okay. Dann? Also Thermometer war minus 10. Ja. Also ich habe ihn gesehen und der sah aus wie der Poltergeist. Ja, jetzt ist die Frage in den Chat, war es der Poltergeist oder ist es so, dass die dann immer... Ich habe ihn auch gesehen. Ich das war der undefinierte Geist. Genau, das meine ich auch. Der ist am Anfang immer so unklar. Okay, der ist noch nicht definiert, deswegen. Ach so, der sieht die Geister sehen jetzt alle gleich aus. Genau, die sehen alle gleich aus, solange ihr sie nicht ermittelt habt. Das ist der undefinierte Geist. Okay. Ah, nice. Kann ich den wieder abwählen hier, oder ist das jetzt... Also ihr könnt noch gern nach Fuß... Ja, klar, du kannst den ab. Das ist noch nicht wichtig. Ja. Ihr könnt jetzt gerne noch ein Notizbuch mal reinpacken, gerade an die Eingangstür. Fußspuren könnt ihr schauen. Oder ihr macht noch den elektromagnetischen Sensor. Der liegt halt da, wo ich gestorben bin. Ich schmeiß mal hier den... Wie kann ich nach Fußspuren gucken? Nach Fußspuren mit der... er hat reingeschrieben. Nice. Oh Gott, hinein. Schädel menschlich. Es ist menschlich, was er gemalt hat. Es ist menschlich. Es ist der Gehängte. Der Gehängte ist es. Mehr gibt's ja nicht. Voll die geile Zeichnung. Also scheinbar habt ihr schon ermittelt. Aber ihr könnt trotzdem. Geil. Also das Aussehen ist genau. Also Scholz, ihr müsst noch eigentlich das Alter und die Stimmung müsst ihr unbedingt noch ermitteln, weil die ihr Stimmung. Müsst ihn anders als in Fasmo müsst ihr den Geist ja auch fangen. Oh. Das heißt, die Voodoo-Puppe macht ja nix, ne? Pass auf, kleiner Tipp tatsächlich auch von meinem Chat. Ich hatte bei mir überhaupt gar keine Anzeigen auf meinem Gerät. Ja. Und zwar, das ist ja das, was hatte ich, elektromagnetischer Feldsensor oder was war ja. das? Wenn ich da, also quasi 3 Punkte bedeutet gar nix, ne? Lass mal kurz gucken. Oder... Elektro. Zwei. Genau, nee, so es ein kann 1, 2 ja. oder genau, du musst halt gucken, oder 3 rote. Deswegen. Der war nur ein grüner eigentlich die ganze Zeit. Unten die roten waren gar nicht, also ich hatte gar keinen Ausschlag zu keiner Zeit. Jetzt kann er einen Ausschlag. Also der Geist ist jetzt hier. Das heißt, das bringt immer nur was, wenn du den anmachst, wenn der Geist in der Nähe ist. Also jetzt zum Beispiel. Hier ist gerade drin im Altar was kaputt gegangen. Das heißt, da muss man dann den anmachen und gucken, ob der Geist was sagt. Mach den mal an. Schalt mal hin zum Partikelzähler. Ist hier gerade drin Simon? Simon, bist du drin? Nee, ich bin drin. Ach so! Nils, du kleiner Schisser! Naja, ich habe ja erstmal wollte ich die Informationen einführen. Genau, Nils, also bleib, genau, also jetzt schon zu spät. Ich hab dich weggeworfen. Jetzt ist schon zu spät, aber ansonsten, sobald der Geist in der Nähe ist, mach den mal an. Ich habe jetzt nichts mehr mitgenommen irgendwie. Nur meine. Ich im Partikelzähler. Partikelzähler. Voll cool, dass man trotzdem, auch wenn man tot ist, das noch alles so miterlebt. So. Ja, das wäre auch fies, wenn du jetzt einfach nur. Ihr könnt eigentlich bei der Voodoo-Puppe eintragen, dass die nichts macht, weil die wird ja nicht bewegt. Alles andere geht ja total ab. Das heißt, ja, bei der Voodoo-Puppe kann keine Interaktion rein. Okay. Und dann lauft gerne mal rum. Gibt's hier eigentlich auch Sanity-Pillen oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Wie fangen wir denn das Ungetier? Indem ihr ermittelt habt, welcher Geist es ist, und dann erkläre ich euch alles Weitere. Also Stimmung kann eigentlich nur noch beunruhigt sein. Und jetzt ist die Frage, durchschnittlich oder Senior? Genau, Alter. Das kriegt ihr raus, wenn ihr Partikel oder Fußspuren noch findet oder elektromagnetisches Feld, oder? Ich glaube, nee, das ermittelt alles nur den Geist. Da fehlt uns noch der Partikelzähler. Ah, der Partikelzähler. Ihr müsstet den Partikelzähler von mir leider noch holen, wo ich gestorben bin. Okay. War das also, komm, wir gehen zusammen. Ich habe gerade ein Achievement freigeschaltet namens Feigling. Feigling, ich wollte gerade sagen. Das ist auch das Einzige, und was ich dir zutraue. Und was auch noch interessant ist, wenn du alle Hinweise hast, Typ, Alter, Stimmung, musst du das an der Maschine beim Van eingeben und dann sieht man erst den Geist, wie er aussieht. Ey,
dieses komische, sich drehende Spiralending im Eingang. Ja. Da ist so ein Ladebalken, der langsam zugeht und es steht eine 2. Das war doch vorher anders. Genau, ist, weil der den Geist absorbiert hat, der vorbeigelaufen ist. Der schwächt ihn da, damit er nicht angreift. Also hat er ihn quasi weiter geschwächt. Okay, genau, super. Glaube ich. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube ja. Ich bin, ja, jetzt heißt Spiel Partikelzähler. Jetzt, oh, ja, jemand nimmt die Bombe, ganz ruhig. Ja, er ist bei mir. Nimm die Bombe und dann rechts links klick. Alles gut, okay, dann lauf. Oh Gott, ich hab eine Bombe. Oh Gott. Ja, er hat mich so fast bekommen. Dein Gerät zeigt irgendwas an, aber ich sehe es nicht. Es ist auf dem Rücken gedreht. Scheiße. Mann, soll ich da hin? Ja, ja, doch. Simon, hast du eine Bombe? Ja, so eine blaue. Gut, das müsste eine silberne sein. Ah. Nee, das ist glaube ich silber, oder? Das soll glaube ich silbern sein. Ey, ich hab mich nicht soll noch einmal Feigling nennen. Oh, das hast du ganz gut gemacht, Nilsi. Warte mal, ich glaube, ich muss euch hier irgendwo muten wieder. Kannst du bei ESC und dann kannst du unter Sprache oder Steuerung uns muten. Genau, Simon, also du schaffst es. Du hast eine Bombe, ne? Sobald du dieses Geflüstere merkst. Wo war das denn? Genau, gerade außen, also durch die Kirche rechts, durch die Tür. Und da vorne dreht sich jetzt auch schon was. Hast du noch irgendwas zum Messen dabei, Simon? Nee, ich höre schon was. Gut, dann geh mal hier. Genau, nimm jetzt deine Bombe, nimm die Bombe, ganz ruhig, nimm die Bombe. Nein, noch nicht! Erst wenn. Diese Scheiße! Da liegst du, jetzt verstehe ich. Okay, ich war kurz in die Erst Ecke. Wenn er dich jumpscared. Oh, wie dumm wir einfach alle gestorben sind gerade. Richtig hysterical. Ich bin nur gestorben, weil ich nicht länger als Feigling durchgehen wollte. Wo hat's mich hingebracht? Oh, geil, ey. In den Tod, in den Sarg. Simon! Du bist ja richtig hysterisch. Oh, geil. Okay, War halt plötzlich da. Oh, herrlich, Mann. Ich lade euch nochmal neu ein. Oh, das war gut, ey. Danke dafür. Ich sag noch so, nimmst du die Hand und er schmeißt direkt. Oh mein Gott, geil. Oder? Also ich bin noch in der Lobby. Ich nicht, ich bin rausgeflogen. Aber dann benutzt doch mal denselben Lobbycode. Guck mal, ob ihr nochmal reinkommt. Bist du nur faul? Ja, tatsächlich. Ne, ich habe gedacht, dann... Na, egal. Nee, ich glaube, wenn ich die Lobby created habe, geht's nicht. Ich habe schon neu gemacht. Okay. Gut, dann. Okay. Oh, geil, ey. Okay, aber langsam haben wir's. Also, es ist ganz wichtig. Wirklich? Ich erkläre euch das kurz. Ihr merkt ja immer dieses Geflüstere, das dann so kommt und dann macht so ein und dann ist ruhig und dann jumpt er ja vor euch, so ein Jumpscare. Und in dem Moment, wo der euch packt, vor euch, nicht hinter euch, vor euch, dann schmeißt ihr die Bombe auf links ins Gesicht, dann habt ihr den Angriff abgewehrt. Vor euch, nicht hinter euch. Okay, das heißt, ich muss mich auch noch so drehen, dass ich ihm ins Gesicht gucke. Nee, das macht er von alleine. Er jumpscared dich von vorn, so wie du gerade gestorben bist. Ach so. Genau. So, ich kaufe jetzt noch ein paar Taschenlampen. Mach das. Können wir dich dabei unterstützen finanziell? Ihr könnt mich, ich weiß nicht, habt ihr Cash? Ich habe jetzt 3, also da kann einer die große nehmen. Ich hab 15 nur, ich habe nichts. Okay, dann einer von euch die große, das passt. Aber ich glaube, wir brauchen halt Bombis, ne? Ich hab schon eine, wenn ich die abgeben soll, sagt Bescheid. Nee, nimm die ruhig, ich kaufe nochmal welche. Also die goldene Bombe hier soll ich nehmen, ne? Ja, hier jetzt noch eine silberne, sonst, falls du magst. Mir ist es völlig egal. Sag mir, willst du die goldene lieber? Soll ich direkt das Usherboard hinlegen? Genau, das kannst du direkt in den Anfang reinschmeißen. Sehr gut. Long. Genau, sehr gut. Partikelzähler und Temperatur direkt mitnehmen. Ja, habe ich. Gut. Okay. Dann silberne Bombe. Also guck, wir planen das jetzt mal. Wir stehen jetzt alle dumm rum. Und dann kommt dieses Geflüstere. Dann nehmt ihr automatisch schon mal die Bombe ganz ruhig in die Hand. Und ihr schmeißt nichts, außer der Geist kommt so vor euch. Also wenn der Geist so vor euch kommt, wie ihr gestorben seid. Ja. Und dann müsst ihr quasi die Bombe schmeißen. Okay. Ich mach mal auch mit wieder links, das mit hier links vorne. Mit links war das, ne? Genau, ganz wichtig, ja, mit links. Ist ein bisschen doof, weil wir haben gerade sehr viel Phasmo gespielt, deswegen verzeiht. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. Bitte verzeih. Okay.
Dann gehen wir mal rein. Ich habe einen Partikelzähler. Was hast du, Nils? Ich habe diesen Milligauss. Oh, ich habe das Radio. Okay, dann lass uns mal zusammen durchmarschieren. Let's go. Wir schaffen das. Okay. Wir gehen mal hier lang. Warte, wo ist hier? Da. Ja, und wenn wir den verfluchten Gegenstand finden, ist noch besser. Der leuchtet so. Oh, das war wieder so ein Geräusch. Weil dann können wir nämlich, dann kommt sie immer an den Anfang. Das ist dann übel einfach, die zu ermitteln. Wie kann man denn... Tipps nehmen wir sehr gerne an. Ja. Also, wer sich hier auskennt, haut es bitte alles in den Chat. Wir lesen das. Dankeschön. Das ist hier ein Weinkeller. Ein Weini. Ach ja, na klar, ist ja eine Küche. Die müssen ja immer... saufen. Ja, den Messwein. Messwein. Immer genug Blut Gottes am Start haben. Oh, Alter, sie hat Fässer. Mich! Sie hat mich! Okay, sie ist durch! 10%, 15%, 20%! Links oder rechts, wo ist sie? Wo hat sie dich? Shit! Ich hab dich aus dem Auge verloren. Okay. Weiß auch nicht, wo sie ist. 30%, 35%, 40%. Bist sie durch die Tür? Wo bist du lang? Ich weiß es gerade nicht, aber ich. Okay, 60% hatte ich. Das ist ja voll Blair Witch gerade hier. Ja. Du bist irgendwo, irgendwo im Keller. Wir finden dich nicht. Ja, fuck, shit. Ich bin mit einem satanistischen Altar gelandet. Ich hatte ja, 60%, glaube ich. Oder? 60 hatte ich. Ja, ich habe den Partikelzähler schon, das ist gut. Können uns sonst vielleicht mal draußen treffen. Was? Draußen? Ich bin hier gerade vor irgendwie im OP. Simon, komm mit mir mit. Alles gut. Okay. Hier ist eine Treppe nach oben, die nehmen wir mal. Okay. So, hier haben wir noch keine Sachen. Nee. Okay, ich gehe mal kurz mich beruhigen. Wow, so. Ey, der hat dich ja so schnell weggezogen. Ja, also es waren, glaube ich, jetzt von diesem Partikelzähler waren es 60%, oder? Also es waren 500 bis 1000, glaube ich, ist es dann. 500 bis 1000, glaube ich. Okay. 500 bis 1000, okay. Ja, wir wissen es ja nicht, aber wir glauben es ja einfach mal. 500 bis 1000. Ja, den Absorber, den Plasma-Absorber stelle ich mal kurz raus. Weil das wir hier so ein bisschen safe sind. Ah, ja, ja, der hat dich gepackt. Dann hast du ihm die Bombe ins Gesicht geschmissen. Ach so, ich brauche 1000, okay. Ah, ich muss 100% haben, das heißt noch nichts. Oh, das Usha-Board macht was. Das geht so wie das DVD-Logo, was ihr alle kennt. So einmal in alle Ecken. Okay, das heißt dann, bewegt sich chaotisch. Okay. Ja, bewegt sich chaotisch. Okay. Also Partikel haben wir noch nicht, aber lasst mal uns weiterziehen. Gibt's hier eigentlich auch Sanity-Pillen? Nee, ne? Nö, ich glaube nicht. Okay, kommt gut. Ihr? Ja. Ich bin hier drüben, ich bin beim Friedhof. Draußen oder wie? Ja, ich hab mal Bock. Ach, da. Okay. Ich habe Angst. Ich bin hinter dir, keine Sorge. Ich gehe auch vor dich, keine Sorge. Okay, sehr schön. Wurde es ja gerade schon gepackt. Das Schicksal soll dir erspart bleiben. Das ist und ich will nie wieder feige genannt werden. Nein, du bist ein ganz tapferer kleiner Nils. Dankeschön. Ich will diese verfluchten Gegenstände haben, damit wird alles so einfach. So, wo gehen wir? Okay, jetzt wieder die Haupthalle. Wir trennen uns hier schon wieder. Okay, lass uns zusammenbleiben. Wollen wir links oder geradeaus, wie ihr wollt? Hier ist zu. Sackgasse, ja. Ja, dann gehen wir hier durch, weil da hinten ist wieder dieser Hauptraum. Mhm. Oh, sie kommt gleich wieder, ich höre sie. Ich habe irgendwas gehört. Ja. Oder es. Ich gehe mal davon aus, dass die Kirche ist, dass die Nonne ist. Und sobald der Geist da ist, guckt auf eure Gerätschaften, außer ihr habt Temperatur, dann die ganze Zeit draufschauen. Ich höre was. Ich habe auch das Kind sein, finde ich. Oh, ich höre was. Ja, ich auch. Oh ja. Was hörst du? Nee, ich habe nur so ein Flüstern gehört. Jetzt gerade mit dem Radio höre ich nichts. Okay, dann lass mal hier weitergehen. Ach so, die verfluchten Gegenstände haben keine Stinkwolle. Wie ermittle ich denn dann die verfluchten Gegenstände? Ja, ich höre das. Das ist sie. Das ist nur, oder er. Das ist immer nur, wenn die in der Nähe sind. Das ist aber nichts Schlimmes. Wie ermittle ich denn jetzt über die Videokamera? Ach so, krass. Okay, dann müssen wir das extra machen. Dann lass uns erstmal den Geist so ermitteln. Mhm. Hier ist doch irgendwas, oder? Hör ja doch was. Mach mal hier kurz deine Sachen an, deine EMF. War hier was? Bei mir ist nichts gerade. Okay. Kein Ausschlag. Dann lass nochmal rausgehen.
Ey, die sieht so bescheuert aus, wie eure Figuren laufen. Hast du ein Problem? Das zerstört die ganze Atmo. Das sieht wirklich dämlich aus. Ich würde tatsächlich kurz mal die Videokamera nehmen, damit wir diesen verfluchten Gegenstand finden, weil mit dem wird das alles einfacher. Ups. Finde ich gut. Da musste ich einfach nur durch die Kamera glotzen. Ne? Nichts drücken, einfach nur glotzen. Okay. Sollen wir noch irgendwas hier, einen Notizblock oder irgendwas da reinschmeißen? Ja, gerne, das wäre super. Ja. Genau. Solange also den bei Fan. Der Gruppe keine Reaktion, oder? Kann man auch wahrscheinlich so eingeben. Ich glaube, dass man... Ich würde da noch warten, aber du kannst... Ja, warten wir noch. Manchmal passiert das voll spät. Und Lichter können wir auch anmachen, ne? Dann wird es nicht so ganz wild. Aber ich sehe ehrlich gesagt keine. Ah, doch, hier. Ah, nice. Schaut mal, gleich schon viel schöner. Ah! Oh! Gibt es eine aufs Maul dafür. Was? Oh, er schreibt in die Notiz. Ja? Und zwar eine Menschengestalt. Mensch. Ja, und eine Menschengestalt. Ja. Gut. Das ist quasi ein Notizbuch. Eine menschlich gestaltete Gestalt. Ja. Okay. Dann lass mal. Oh, da ist doch direkt der Gegenstand von meiner Nase. Oh, nice. Hier kann jemand nehmen den Spiegel. Oh Mann, ey. Oh, herrlich. Ich bin zwar voll. Ich hol's kurz. Könnte was zurückbringen. Kann's kurz nehmen. Moment. Ich sehe gar nichts. Ja, ich habe das durch die Kamera gesehen. Ja. Ah, okay. Das ist dann packen wir das doch einfach mal hier hin. In den Eingang? Dann wird die nämlich auch absorbiert. Und dann hole ich mir meinen Partikelzähler. Weil die kommt immer dahin, wo ihr Lieblingsgegenstand ist. Ah, und dann, damit fangen wir sie dann hier, oder was? Ah, nee, Mist. Mit dem Spiegel sieht man nur, wo der Geist ist. Jetzt habe ich euch umsonst Hoffnung gemacht. Ich glaube, die kommt gerade. Ah, aber auch gut. Auch nicht schlecht, oder? Eigentlich. Ja, aber wir können trotzdem noch weitersuchen dann. Kommt ihr mit? Mhm. Ja, immer. Okay, durch den Spiegel sieht man nur, wo sie ist. Habe ich ein bisschen vergessen, sorry. Aber ist es dann nicht sinnvoll, den Spiegel mitzunehmen? Und da durchzugucken? Ich glaube, das macht die aber auch aggro. Aber sag mir mal kurz, ob das so ist. Okay, hier ist nix. Ich glaube, der also war unten. Nutzen wir den ja gar nicht, diesen geilen Spiegel. Ja. Wir können gleich mal durchglupschen, wenn du magst. Nicht gut. Ich suche jetzt nur diesen blöden Gegenstand. Aber der wird hier draußen nicht sein. Ich glaube, der ist unten im Keller. Da war doch dieser Abakus. Ich lauf die einfach folgsam hinterher. Ja. Wir haben noch Glück bis jetzt. Oh Gott, hier ist sie. Die habe ich schon gerade gemerkt. Ja, wo geht's denn runter? Oh, jetzt nehmt eure Bomben in die Hand, alles gut. Und sobald ihr euch grabt, links klickt. Ja, ja, oh Gott. Ganz easy. Bomben in die Hand, entspannen. Nein. Okay, ich dachte, da war was. Ich habe was vor mir sich bewegen sehen. Ja. Es kommt, ich habe keine mehr. Könnt ihr was machen? Nein. Wo? Nein, konnte ich leider nicht. Ein Scheiß. Der Nils hat sich vor mir bewegt und ich dachte, das war, ich habe ihn gesehen. Simon, das man sieht doch nur schwarz und schwarz. Ja, siehst du? Wo? Da ist einfach deine Bombe. Wo bist du? Im Keller? Ich sehe dich im Keller, oder? Kann ich dir helfen? Kann ich dich retten? Ich lebe noch, alles. Hey! Nein, sie ist tot. Sie ist zu weit weg. Ich bin hier. Da, all good. Ich hab dich. All good. Oh. Wir schaffen das. Ich hab nur keine Bombe mehr, ne? Dann lass mich vorgehen, oder? Also, ja, der greift halt eben irgendwann random an. Simon, du hast so einen Triggerfinger. Ey, ich hab wirklich was vor mir sich bewegen sehen und dachte, ja, das kann ja nur der das ist, Vieh also, sein. Das ist immer nur, wenn der wirklich vor deinem Gesicht jumpscared. Ansonsten nicht. Ist immer nur... Ah, ey, hier, ich hab ihn. Das ist er. Man, ja, er läuft unten im Keller übrigens rum. Durch die Gänge. Okay. Also das er ist jetzt gerade... Ich sehe ihn ja. Das ist, ja, das ist wirklich nur dieses absolute vor dir rum jumpscaren. Ich hol mir kurz eine Bombe. Hol dir eine also Bombe. Erst, wenn er dich jumpscared, dann... So. Ich hab's ja gemacht, es ist halt nur, wie gesagt, ist jemand schwer. Ist vor mir rumgelaufen und ich dachte, das ist der Moment. Ach, Simon! Ich bin halt abgehauen. Aber okay, ja, er kommt jetzt ja dahin, falsch. Ne? Und dann und dieser wunderbare Apparat will ihn dann festhalten, oder wie? Genau, und wenn du magst, kannst du jetzt mal gern durch den Spiegel gucken und dich hierher stellen. Das Gefühl, das lockt ja, versuch's mal im Keller, weil da steht er die ganze Zeit in der Ecke rum. Also ich durch. Weiß auch nicht, ob er den vielleicht hängt. Ich glaube, der hängt, weil der hat mich da nämlich hingeschmissen. Der Spiegel, der ist drinnen im Vorhof. Hier. Ach so. Da. Wo ist. Ah, nee, warte, der ist hier. Sorry. Bin doch irgendwo hingeschmissen. Ja, hier in der Nähe von dem Ding hat es mich hingeschmissen. Woher hat ihn sich zurückgeholt vielleicht? Das machen die manchmal. Boah, das ist ja unheimlich. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Ich auch nicht. Mein Schatz fragt, ob nicht vielleicht der verfluchte Gegenstand das Kreuz an der Wand ist im Keller. Weil er eben auch da war. Hm. Aber ja.
Also ich habe halt durch die Taschenlampe gesehen. Ach, direkt am Fuß der Treppe. Ich habe es da hingeschmissen an der Treppe. Ah, der nimmt den. Willst du es holen oder hast du keine Lust? Da, jetzt sehe ich ihn. Okay, warte, ich schmeiß kurz das, dann dieses komische EMP da weg. Ja. Dann hole ich mir das andere Ding. Ah, da ist es. Nice. Okay, und jetzt? Kannst du durchschauen? Okay, das ist. Warte mal. Ah, okay. Warte, eben hatte ich. Da ist ein weißer. Nee, das ist eine Reflexion. Komm mal lieber her zu dem Absorber. Also, da ist ein weißer Punkt drauf, aber das ist, glaube ich, eine Reflexion. Kannst du da reinschauen? Nee, also er hält ihn so vors Gesicht. Du kannst, glaube ich, irgendwas drücken. Also, nur rechte Maustaste wahrscheinlich. Also, links kann ich nichts drücken. Aber das ist, glaube ich, eine Reflexion, die ich jetzt hier sehe von dem. Ich glaube, dass man irgendwas drücken kann. Was? E? Ich höre den hier die ganze Zeit rumspuken, ne? Wo ist denn dein Biber? Ich guck mal im Keller, ob der noch abhängt. Ah, nice. Ja, gerne, Simon. Ist auch, oh, ich glaube, er ist jetzt in der Kirche. Er hat auf jeden Fall gerade so visuelle. Genau, der kommt jetzt nämlich gleich, ne? Ja, warte. Da war! Er hat mich! Okay, ich komm mit. Oh, ich hab falsch geschleudert. Ach, nix, alles gut. Wir kaufen dir gleich eine neue. Da ist sie weg, die Blume. Zieht mich die Treppe runter und. Ach, du bist es, Nils, okay. Oh nein, jetzt hab ich die. Oh Gott, ich bin so dumm. Treppe runter? Ja, ich habe leider gar nichts mehr. Ich habe außerdem meine Taschenlampe Ich hol dich. Okay, ich bin in der kompletten Finsternis gefangen. Wo bist du? Scheiße, wo hat er dich denn? Ah, da, ich bin hier. Du lebst noch? Komm. Ja. Also irgendwie hier sind deine Sachen. Danke. Ich habe panisch. Oh, er kommt. Komm, lass mal abhauen, schnell, lass mal hoch. Oh, wow, okay. Hier ist noch deine Lampe. Oder ist die Simons eine? Ne? Das ist Simons, ja. Die ist besser wahrscheinlich, ne? Ja, all nimm good. Die. Aber irgendwie kommt er ja nicht zum verfluchten Gegenstand. Jetzt habe ich zwei Taschen. Woran liegt denn das? Jetzt habe ich denn. Ach, die Bombe habe ich weggeschleudert. Warte also, es war auf jeden Fall. Das hat mir nur zwei angezeigt. Aber er kommt nicht zum Gegenstand. Woran liegt denn das? Vielleicht muss das ins Haus. Ich glaube auch, dass der ins Haus muss. Und der Absorber auch. Der Absorber auch, ne? Aber ich habe das mit dem Spiegel nicht ganz gecheckt. Das ging natürlich jetzt auch leider mega schnell. Ich glaube, du kannst da durchgucken und wenn du das machst, kommt der halt auf jeden Fall. Ah ja, zwei. Jetzt hat er mich! Er hat mich! Oh, drei. Da ist er weg, der Nils. Er ist vom Eingang aus nach rechts, Gnu, und dann die Treppe runter. Wo bist du? Ich sehe nichts mehr. Ich habe wieder so dumm. Ich bin so doof. Ich habe meine Taschenlampe wieder weg. Ja, das macht der Geist. Das macht der Geist. Echt? Ach so. Ach so, das bin ich gar nicht. Ich habe schon gedacht, ich bin doof. Okay, ich sehe eine helle Wand und okay, wir haben auf jeden Fall drei. Wo bist du? Ich sehe eine Kachelwand. Oh, der steckt hier wirklich fest, ne? In einem Klo oder so. Also ja, vier. Aber das meine ich. Ich glaube, der steckt da irgendwo. Ja, jetzt ist er frei wegen mir. Klo. Was? Hä? Das war jetzt aber verbuggt. Bist du jetzt tot? Ich höre dich nicht. Ich stecke auf Fieber in der Kack. Ja, der denkt, ich lebe noch. Das ist voll der Fehler. Der greift mich jetzt nochmal an. Überhaupt nicht. Ich steck in der Treppe drin. Er hat dich, Nils, oder? Ja. Wir haben EMF3, elektromagnetisches Feld 3. So. Hey, guck mal meine Leiche an bei der Treppe. Sieht die bei euch auch so aus? Ich seh's. Ich muss mal kurz. Oh Mann, ey. Das war nicht gut. Komm, wir schaffen das. So, ich pack das erstmal alles rein. Egal, wir kommen rein, Jungs. Wir schaffen das. Ja, ich bin auch ganz, ganz. Achso, war das. Wir können erstmal das Notizbuch und alles. Genau. Und die Voodoo-Puppe. Ja, genau, ja. Das Voodoo-Püppchen. Ich mach das kurz. Genau, schön. Gar nicht mehr da, oder zum Hinlegen? Habt ihr alles schon? Okay. Genau. Die Voodoo-Puppe vielleicht jetzt nicht direkt hier drauf. So. Haben wir noch? Das Notizbüchlein. Und dann. Dann haben wir alles. Notizbuch, Uja, Voodoo. Sagt jemand, ich soll lieber Kruzifixe mitnehmen statt. Spiralen Ding. Statt Bomben. Das ist halt jetzt die Frage. Nehme ich lieber Bomben mit oder nehme ich lieber ein Kruzifix mit? Das weiß ich halt jetzt nicht. Kruzifix muss man einfach nur dann in die Hand nehmen oder was? Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Vielleicht nicht bei jedem Geist. Ja, genau. Also das Vampir ist nämlich zum Beispiel unterschiedlich. Wird funktionieren, nehme ich an. Eine Nonne findest du vielleicht irgendwie ganz cool. Oh, geil. Das ist es halt.
Hat jemand die Videokamera von euch? Ja, die habe ich. Hey. Super. Dann kannst du mal auch durchlaufen. Alles, was dampft, kann eingesammelt werden. Simon also auch? Den vor allem. So, nehme ich mal den Partikelzähler. Ich nehme es aber. Ich nehme doch lieber. Dampft was? Okay, sehr gut, was? Ja, wirklich. Hier direkt da oben der Kerzenscheinlichter da. Ja. Wollt ihr den nehmen? Oh, genau. Nice. Ist das? Das ist wieder der Spiegel. Ah, cool. Ich kann ihn aber nicht nehmen. Ja, weil du voll bist. Du musst eins wegschmeißen. Ich nehme, Achtung, Moment, ich hab ihn. Der Absorber, den packe ich auch nochmal kurz rein. Der hat zwar jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber. Will einer den Spiegel haben? Oder ich kann den sonst. Behalten? Nee, den kannst du behalten, weil damit lockt man den Geist an, wenn du durchschaust. Okay, aber dann liegt hier vorne jetzt mein Item, ne? Nur damit ihr es wisst. Also, du kannst den Spiegel hier einfach vorne hinschmeißen und dann. Was habt ihr denn? Behalte ich den Spiegel, wenn der so gut ist. Ah, lieber nicht. Oh, hier gibt's Action. Habt ihr das gehört? Wo? Das war so ein fieser Horror-Sound. Jetzt gehört, genau. Weil der Geist, also wenn du durch den Spiegel schaust, kommt der Geist. Ich würde den eher hier hinschmeißen und wir nehmen den später, um den anzulocken. Was? Oh, jetzt hier zum Beispiel. Oh, 2, 2, 2, okay. Was habt ihr? Was zeigen eure Sachen an? 3? Die Kamera, die ist. Da ruckelt das Bild. Kamerabild wackelt. Okay, ich würde fast behaupten, dass es 3 ist. So, wir tragen mal ein. Elektromagnetisches Feld 3. Ich schmeiß es mal weg. Kurz rein. Wartet auf mich. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Okay, Kamera hat gar keinen Reiter hier, sehe ich, ne? Nö. Das ist einfach nur zum Finden von Sachen. Können wir auch einfach mal Licht anmachen? Ja. So. Und sag mal, das Schleudern der Bombe, ne? Bringt das nur was, bevor der einen. Nee, wenn er dich packt. Also nur wenn er dich packt. Davor nicht. Und dann muss ich mich irgendwie, weil er zieht mich ja nach hinten weg, muss ich mich da nicht, umdrehen? Da nicht. Da musst du nichts machen. Nur wenn, also immer nur, wenn das Gewisper kommt. Immer wenn wir dies merken, dieses und ich sag Bomben in die Hand nehmen, erst dann und dann erst, wenn er vor dir ist und bah macht und dich greift. Dann hast du 5 oder 4 Sekunden Zeit und dann die Bombe ins Gesicht schmeißen im Prinzip. Ah, okay, doch so lang. Das wirkte sehr, sehr schnell eben. Genau. Und ich glaube, der war vorhin verbuggt, weil der war festgehangen, ich bin hin, er hat mich angegriffen, nochmal angegriffen, deswegen hat es auch nicht funktioniert, weil eigentlich, wenn der mich grabt, könnt ihr ihn eine Bombe draufschmeißen und mich retten. Das geht auch. Ah, okay. Okay. Dann sucht ihr meinen verfluchten Gegenstand, ich guck mal nach Partikel. Kann man mit dem Geist da nicht auch reden? Ich glaube schon, ne? Oh, ja, aber nur auf Englisch. I can speak English very well, but he calls noch nicht so schnell. Ich bin mit. Bist du noch bei mir da? Genau. Ich hab nicht hier die Kamera. Genau. Und dann laufe ich euch hinterher, dann macht ihr die Lampen und so. Oh Gott, oh, hier ist was. Geräusch? Hier ist wo? Hier irgendwo. Ja, bei dir, okay. Ja, der pimmelt hier gerade noch irgendwo rum. Ah, okay. Und wenn wir zu nah sind, greift der mittlerweile auch an. Das erklärt die vielen Attacken. Lass uns dann so mal einen Spiegel benutzen, weil das lockt ja den Geist auch zu uns. Okay. Hier ist auch noch gar nichts, heißt, der kam auch noch gar nicht her. Ja, müssen wir mal so ein bisschen begrüßen hier. Ja, anlocken mich ganz gut. Wir wollen ja was von dem, ne? Ja. Hey, Girl! Der ist bestimmt im Keller, der Sack. Was machen die eigentlich? Oh, er hat mich! Guck den Teddy an mit der Kamera. Komm hinterher. Guckt ruhig den Teddy mit der Kamera an. Ich glaube, das war der Gegenstand, Leute. Oh ja. Ja. Im Gang weiter runter oder wird irgendwann stimmt das stimmt? Hey, jetzt hat er. Der Sack ist weg. Habt ihr den Teddy? Nee, das ist der Spiegel, hat er gerade gedödelt. Aber der Teddy, der unten war, das war bestimmt der Gegenstand von ihr. Warst du im Keller gerade? Ja, ich bin wieder raus. Ja, wenn ihr nochmal. Genau, wenn ihr nochmal in den Keller geht, da war doch dieser Teddy. Gerade da, wo wir die Tür aufgemacht haben, bevor ich gegrabt wurde. Das ist der Gegenstand. Dann lass uns das zweite mal hin, genau. Ja. Bei dem brauchen wir Teddy. Gimme the Teddy. Gimme some. Das ist ein. Ist ja auch irgendwie traurig, oder? Wenn der so ein. Teddy als Lieblingsgegenstand hat, das ist ja sorry, wirklich müssen hier so lang. Deswegen ist doch vielleicht auch ein Kind, oder? Ja, könnte es sein. Ja, also sollte man meinen. Ich meine, so ein Vampir, der, naja. Hier war doch irgendwo dieser Teddy. Habt ihr die Kamera? Ja. Ja, ich habe. Ich habe überall hier am Rand geguckt. Ich habe keinen Teddy bisher gefunden. Der war in einem Raum drin.
Hab ihn doch gesehen. Teddy? Oh, Knatsch. Hier? Hä? Hier. Ich hab's. Hier. Da. Da drin. Das ist bestimmt der Gegenstand. Der stinkt bestimmt. Ah. Nice. Seid ihr denn jetzt eigentlich? Ja. Geht ruhig, geh ruhig schon mal. Nimm mit. Das ist ganz wichtig. Ich hab leider kein Item. Ich kann schmeiß das andere, was die Kamera kannst du wegschmeißen. Schmeiß sie da ruhig hin. Nils, du hast doch die Kamera. Ja. Komm mal die Treppe runter und dann nimm den Teddy. Ich bin im Keller, ja. Ich suche nur euch gerade. Ich bin jetzt in diesem... Ich bin da, wo es blinkt, am Eingang bei der Treppe. Ich glaube, ich bin bei der falschen Treppe. Das ist unangenehm. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst. Bist du vielleicht tot? Da, jetzt, warte. Ich sehe dich. Und dann bringt ihr den an den Eingang, weil dann kommt der Geist da nämlich hin. Ja, da ist er. Hi Teddy, dann schmeißt die Kamera weg und nimm den. Oh, da ist ein Geräusch. Manchmal sind es auch so Geräusche, dann... Aber jetzt, wo ich den Teddy habe, bin ich doch zum Ziel geworden, oder? Nee. Der wieder hoch dann, ja, ne? Genau. Mhm. Und dann schmeiße ich den hier vor diesen wunderbaren Sauger. Genau, sehr schön. Und dann ist es ein Freifahrtschein für den Geist. Nice. Ich hole mal irgendein geiles anderes Item. Genau. Was haben wir denn noch? Also das EMF haben wir. Vielleicht noch Temperatur. Ja, mache ich gerne. Das wäre cool. So. Habe ich. Und wie rufen wir den? Ja. Der hat doch auch einen Namen. Frank. Hat jemand, also ich, mein Mikro ist zum Beispiel aus. Ich mit dem Spiegel, nicht, ne? Soll ich den kurz holen? Ja, oh, benutzt man den Spiegel, das ist eine gute Idee. Ja. Und dann muss ich einfach nur durchglotzen, oder? Ja. Er weiß nicht, der macht nur so eine Umrandung. Muss ihn nur halten, meine ich, ne? Aber wie sieht's aus, wenn man etwas aktiviert hat? Oh, da ist was. Bei mir ist was. Granate, ich hab die Granate geworfen. Sie hat gar nichts gebracht. Granate hat nichts gebracht. Das war kein Angriff, deswegen. Das war kein Angriff? Nee, wenn er von hinten holt, ist es kein Angriff. Ach so, da muss man sich einfach wegziehen lassen, bis es irgendwann aufhört, oder was? Genau. Da nicht schmeißen. Nur wenn er... Kommt mal mit, ich hole dich nochmal Granaten. Ja, sorry, also wirklich nee, ich meine, ich nur... Dachte wirklich, jetzt ist der Moment. Nee, wirklich nur, wenn er flüstert und wenn ich sag jetzt. Ansonsten lasst es einfach mit euch machen, so doof sich's anhört. Hier liegt nochmal eine. Deswegen hat es vorhin nicht geklappt. Also ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Angriffsarten gibt. Genau, es ist wirklich nur, wenn ich sag jetzt, wenn ihr dieses Gewisper hört, wenn sich so, so eine Spannung, so als würde man denken, es kommt ein Jumpscare. Guck mal, die Voodoo-Puppe macht was. Habt ihr es gesehen? Die ist geschüpft, oder was? Die wurde einmal nach oben geschmissen. Ja, ich dachte, du wärst das gewesen. Nee. Aber guck. Okay, ja. Das ist ein Zeichen. Das bedeutet, einmal Voodoo-Puppe wirft. Wirft, ja. Genau. Erhebe war das, erhebe, oder? Erhebe. So. Und das Ouija-Brett aber gar nichts gemacht. Genau, und ihr könnt das Radio auch hier neben das Ouija-Brett schmeißen. Das reicht auch schon. Genau. Er schreibt ins Buch. Ja. Notizbuch wieder menschliche Gestalt. Menschlich, ja. Und genau, wenn ihr da weinen oder knurren hört, müsst ihr es auch sagen. Aber das mit dem Notizbuch ist neu. Das war jetzt eben erst, oder? Ja. Nee, das war vorhin auch schon. Na, also, nee, aber in diesem Spiel ist es neu gewesen gerade, nee, oder? Nee, das meine ich. Ach so, das ja. Das ist eben gerade erst passiert. Nee, das war, ach so, ja, das hat er gerade reingemalt. Ah, okay. Ein Geist hat uns hier gerade ein Notizbuch vollgemalt. Kein Ding. Ansonsten gucken wir mal, was gibt's denn noch so? Was habt ihr, Fußabdrücke, dieses EMF-Ding kann ich auch eigentlich mal reinschmeißen. Das hat aber eh schon drei, den könnt ihr ja schon mal einstellen. So, ich packe... Geweinen, genau. Kommt mal mit, das ist Weinen, das ist sehr gut. Kommt mal mit in den Van. Das kam jetzt von dem Radio? Ja. Okay. Dann das ist er ja wirklich hier, oder? Weinen, genau. Rundfunkempfänger. Also er ist schon mal ruhig. Jetzt brauchen wir noch Uja Partikel C, das heißt, der läuft hier gerade rum. Habt ihr es gehört? Nee, aber... Dieses... ist er. So, also wir haben noch ein paar Sachen nicht. Oh, hier ist was? Oh, genau, das ist er. Ist gerade... Ich sehe aber keine Temperatur. Ja, mein Partikelzähler macht auch... Ghost, show yourself! Oh. Muss ich da in irgendwas reinreden oder hört er das? Ghost, show yourself! Oh je. Hier kommt irgendwas. Mhm. Hast du Push to Talk vielleicht? Ghost, show yourself! Oh, das war richtig.
Ghost, show yourself. Stimmt, ich erinnere mich, das hat Kies immer gesagt. Aber der Partikelzähler war vorhin auf 45%. Was bedeutet das? Ist das der Partikelzähler? Ist das das Ding, was ich da in der Hand habe, ja. Der gelbe Kasten. Ja, okay, das ist nicht das, was ich vorhin hatte. Ich höre was. Ja. Da war was. Temperatur bleibt konstant. Also Utterbrett macht ja nichts, es ist auch ein Zeichen. Das heißt, keine Interaktion, er ist jung. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welcher Geist es ist. Indem wir Fußspuren also, oder die scheiß Partikel ermitteln. Was ist denn, kann man Temperatur... Thermometer macht ja gar nichts. Warte mal, es ist zwischen plus 10 und plus 30 die ganze Zeit. Genau, das ist eine Art, das ist schon ein Hinweis. Ja, genau. Das heißt... Hä? Warte mal. Dann kann es nicht sein. Da müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen durch die Hut laufen. Eben was? 14, 16, 14? Ghost, show yourself. 14. Oh, guck mal, das sind ja drei rote Lichter. Sind die an? Nee, ne? Nee, sieht nur so aus. 14? Da hinten hat es geleuchtet, das war Simon. 17. Ja. Okay, also dieser dumme Partikelzähler muss leider 100% sein. Oh Gott, jetzt. Keller. Und nur wenn er euch greift, schmeißen. Nur wenn er euch greift. Und zwar auf der linken Taste. Er hat keinen. Der ist hier irgendwie bei mir. Er hat keinen. Alles gut, er hat keinen von uns. Oh doch, da ist Simon. Verrat mich. Ich drücke. Ich ja, hab ihn. Super, ich super. Super gut. Super, Simon. Sehr gut. Oh, so. Minus. 100. Minus Temperaturen. 95, 100. So, wir haben 100 bis 500 Partikel. Kommt mit ins Zimmer, schnell, wir haben es. Ich muss abhauen, ich habe keine Lampe mehr. Ja. Sehr gut gemacht, Simon, genau so. Endlich. Super. Hammer. Die Puppe ist geflogen. Genau, das haben wir schon. Partikelzähler ist einmal. Also, was waren die Thermometer? Also, da hatten wir minus 15, dann muss das sein eigentlich minus 20 bis minus 10. Okay. Nur wenn man ihn sieht, der Gehängte ist es bei mir. Und Partikelzähler sind 100 bis 500, ist bei mir auch der Gehängte. Wir haben ihn ermittelt, das müssen wir jetzt irgendwo eintragen. 100 bis 500, ja, okay. Und dann sehen wir den nämlich. Wo muss ich das eintragen? Weiß das jemand? Der Gehängte, jung und ruhig. Mhm. Was macht man sonst so als Gehängter? Ja. Wo muss ich das eingeben? Draußen am Fahrzeug an der Maschine. Boah, das. Ach, hier, das ist ja bitter. Und dann hochladen. Dateien hochladen. Ah, da. Das. Oh Mann, jetzt habe ich meine Bombe geschmissen. Ich bin so ein Vollidiot. Weißt du das, wenn du das machst? So. Kommt mal rein, ich erkläre euch jetzt, wie es weitergeht. So, jetzt. Jetzt haben wir den Geist ermittelt. Das war korrekt. Ab jetzt sehen wir den Erhängten als Geist. So, Auffassung des Gespenstes. Jetzt seht ihr, dass jetzt, wenn ihr auf Auffassung des Gespenstes geht, seht ihr alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt, um den Geist zu schwächen, materialisiere den Geist, Weihwasser, Salz, drei Kerzen im Haus anzünden, Kruzifix und das Gespenst fangen. Das heißt, wir müssen diese fünf Punkte machen, damit er geschwächt wird. Ektoplasma reagiert auf das Werkzeug. Okay, das heißt, wenn wir jetzt eine Fackel nehmen, reagiert er drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal materialisiere den Geist. Ist wahrscheinlich Schritt 2 dann, oder? Ich brauche jetzt also Weihwasser, weil materialisiere den Geist bedeutet was? Weihwasser. Ich kaufe mal Weihwasser. Das brauchen wir eh. So. Partikelzähler baller ich weg. Ich muss nur kurz... Also wir haben sogar Weihwasser. Wir hatten welches. Ja. Ah, okay, gut. Ich habe es genommen. Okay, super. Ich habe das Kruzifix genommen. Das schützt ja auch. Okay, das, also Nummer 1 haben wir schon, indem wir die Dateien hochladen. Das heißt, wir müssen jetzt Weihwasser nehmen und Salz. Mhm. Ich nehme mal kurz noch das Salz, aber glaube ich ganz normales Salz. Es ist normales Salz. Ich nehme das Salz. So, das bedeutet jetzt leider, Leute, fürs Weihwasser und fürs Salz müssen wir den Geist abschmeißen. Ich empfehle, dass man sich angreifen lässt und es auf ihn schmeißt. Das heißt... Mhm. Ich habe ja das Weihwasser. Ich würde mich jetzt kurz angreifen lassen und mit dem Salz auch und ihm beides reinklöppen. Weil. Ja. Ja. Dann könnt ihr hier zuschauen, wenn ihr wollt. Ja, wir leuchten. Das Spektakel lasse ich mir nicht hingehen. Aber er kann auch euch angreifen, ne? Das ja, müsst, also ihr könnt aber auch Salz und Weihwasser. Aber du musst zuerst Weihwasser schmeißen, das ist ganz wichtig. Das ist die Reihenfolge. Das heißt, nimm schon mal dein Weihwasser in die Hand und trigger ihn. Ghost, show yourself! Ghost, show yourself. Ghost, show yourself. Mach mal Licht an, ich hab Angst. Das ist aus, der Strom. Ghost, show yourself.
Oh ja, passt an, nee, das waren wir, ne? Das Ghost, show yourself. Oder jemand benutzt den Spiegel. Nils, hast du Bock? Ja, gerne. I will catch you. And I will catch you. Oh, fuck. Okay, ready. Oh, kommt. Das macht er richtig hart. Nils, lauf weg. Ja, ach ja, der soll mich ja nicht kriegen, ne? Der hat fast... Da kommt er, da kommt er. Soll ich das Salz jetzt drauf? Nein, das kommt. Ja, nice. Ja, nice. Fucking Weihwasser. Als nächstes kommt das Salz. Hab ich in der Hand. I will catch you. Mein Chat hat genug Salz. I will catch you. Oh, jetzt guck mal nochmal. Das macht den richtig flüster, hot. Flüster. Okay. Vorsicht. Soll ich weggehen? Ja. Ja. Ne? Und denk an Salz, Simon, ne? Ah, hier bei mir. Ich hab Salz benutzt. Ja, super. Es hat nicht funktioniert. Oh. Komm mal mit. Ne? Nee. Schade. Warum das nicht? Gut gewesen. Kein Salz mehr da, ne? Hast du das normale Salz geschmissen? Das blaue, was da drin ist. Oh, das war nicht das normale. Oh, scheiße, wir haben kein Geld mehr. Nein! Warte, ich hab vielleicht noch was. Oder ist das gemeinsam? Ich hab noch 130 Öcken, ich kaufe. Okay, aber normales Salz. Normales Salz. Warte mal. Salz für 30 Dollar. Ja, oh Gott, ja. Sehr gut. Okay, Ja, kein Problem. Sehr gut gemacht, Simon. Ich mach das kurz. Wenn es okay ist. Oder kaufst du Simon auch nochmal Salz? Mach, auf jeden Fall. Mach. I will catch you. Das macht den richtig aggro, ne? Ja. I will catch you. Nur wenn Nils singt. Kannst ihn grüßen. Ich sag ihm, ich catch ihn auch. I will catch you und Nils auch. We will catch you so bad. Und heult er wieder? Oh. Ey. I will catch you. I will catch you. Das Licht? Show yourself. Voll gruselig. I will catch you. Was? Hast du das Licht angemacht und ausgemacht? Nee. Okay, das macht irgendwie der Geist. Okay. I will catch you. Wir rufen wieder die Wale. Dann ist kein Bock mehr. Oder ihr schaut euch in den Spiegel, dann kommt der auf jeden Fall. I will catch you. Show yourself. You will lost ist richtig gut. Meinst du, das funktioniert? I will catch you. Was? Wir wissen ja, es ist der Gehängte. Wir können ja ein paar gehängte Witze machen. We will catch you. Oder mag mal jemand durch den Spiegel glubschen? Hängst du hier häufiger rum? Heißt du Hank? Heißt du Hank? Er kommt, glaube ich. I will catch you. Show yourself. Hey, suchst du eine Stute? Du bist doch ein geiler Hengst. Wollen wir zusammen abhängen? Nee, er will nicht. Wenn nicht mal mehr Wortwitze. I will catch you. Show yourself. You will lost. Ist doch gar kein Englisch, was ihr da wollt. You will lost. It's not English. Ja. You will lost. Oh. Ich würde mal unten gucken. Okay. Ich glaube, der spricht aber auch Englisch, weil der kommt ja aus Hengland. Aus Hengiland. Oh, seid ihr runter? Ja. Einen Moment. Ihr seid schon aber links. Show runter, yourself. Ne? Ja, hier? Ja. Show yourself. Show yourself. Los, zeig I will catch mal. You. Oh, jetzt. Weg. Geht weg. Ich hab ihn. Moment. Was heißt, geht weg? Weg von mir. Weg von dir. Okay, er kommt und bam. Lauf. Nochmal hoch. Das ist der Gehängte. Das ist der Gehängte, ich hab ihn gesehen. Kein Salz, gar nichts. Du hast das Salz? Ich hab's geworfen. Es hat ja dieses Geräusch, heißt immer, dass wir es geschafft haben. Oh. Aber wir brauchen jetzt das nächste, so sind wir am Arsch. Um es mal ganz drastisch auszudrücken. Also drei Sachen sogar. Ja, noch mehr. Also jetzt noch ein Kruzifix und dann haben wir's. Dann müssen wir ihn fangen, ne? Da muss ich ihn noch fangen. Ich hab einen Kruzifix dabei. Ach so, nice. Soll ich dir das geben?
kannst es auch wagen. Hast du noch Geld für den Fall? Sonst kaufen wir zwei. Umso mehr, ja, Leute. Hier. Aber warte mal, die Aufgabe ist nur noch guck Kruzifex mal. Und da müssen wir. Kruzifex. Hier. Ich beschmeiß dich mit dem Kruzifex. Es ist Blasphemie, aber ich mach's. Aber hol dir ruhig auch noch eins. Nicht weit geworfen, okay. Dann kaufe ich mir noch eins. Was kostet so ein Kruzifix? Muss ich das auch schmeißen? Boah, ist das teuer. Muss ich das auch schmeißen oder nur halten? Das wäre ganz wichtig. Ach also nee, warte. Wir müssen erst die Kerzen anzünden, Leute. Ganz wichtig. Wir brauchen Feuerzeug. Aha. Drei Kackkerzen müssen wir anzünden. Ah, deswegen. Da stehen nämlich wirklich manchmal Kerzen rum, habe ich schon gesehen. Ja, scheiße. Mhm. Ja, kriegen wir hin. Wie viel kostet das Feuerzeug? Nilsi? Entschuldigen Sie bitte, ich gehe sofort auf eBay. Das kostet mehr als 10 Dollar auf jeden Fall. Ich kann es nicht kaufen. 50 Mark, ich habe genau 50 Mark noch. Und heiliges Feuer, damit könnt ihr es auch anzünden. Also einer von euch kann auch die Fackel nehmen. Achso, dann haben wir aber auch zwei Anzündungsgeräte. Genau. Ja, das ist doch geil. Simon, dann nimm du das doch, weil ich habe dieses zweite Kruzifix gerade für viel Geld gekauft. Wo liegt's? Da hinten? Da, neben der Jungfrau Maria hier ist sowas, glaube ich. Oder? Ist das nicht das Ding hier? Das, was soll ich nehmen? Was ist da jetzt? Räucherstäbchen sind das. Und das rechts, ist das, was ist das da rechts, das lange? Heiliges Feuer. Ja, das. Ja, damit kannst du auch anzünden. Okay. Okay. Wo sind wo Kerzen? Hier war doch irgendwo eine, oder? Ja, ich habe eine. Oder? Ah, hier. Hab eine. Da. Ja. Ich glaube, unten ist noch eine, auf einem Scheiße. Fass, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Das war so spooky, der hing ja wirklich hier ist vor eine. Deiner Nase gerade, der Typ. Hier vorne ist bestimmt auch eine, oder? Da baumelte er. Musst du auch noch irgendwo... Oh nein, ich bin dead, ich bin dead. Was? Nein. Bist du oben noch? Ja, er handelt, glaube ich, gleich. Oh Gott. Ah! Wir haben alle überlebt. Wie kann das sein? Oh Gott. Was? Konnten wir das überleben? Ja, wir sind halt gut in dem Spiel. Okay, also wie viele Kerzen haben wir? Es fehlt noch eine, ne? Zwei haben wir, ja. Scheiße, wo ist die denn? My life be like, oh nein, da ist er wieder. Hier, ich hab sie. So, jetzt Kruzifix. Kruzifix muss ich einfach noch halten, ne? Okay, dann lasst mich das kurz machen. Ja, ich habe auch eins, falls er mich erwischt, ist es auch nicht schlimm. Das ist noch normal, ne? Wenn es jetzt noch Hardcore ist, macht er richtig geile Jumpscares. Oh, hier ist Action. Ghost, show yourself. Kann das sein, dass er nicht kommt, wenn man das in der Hand hat? Doch, oder? Ich glaube, der kommt trotzdem, oder? I will catch you. 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 I am here. Oh. Ghosty, show yourself. You lose. Ghostiger. Nö, ich sehe ihn hier nicht. Vielleicht ist er wieder unten. I will catch you, I will catch you, I will catch you, I will catch you. Hier ist was. Ghost, show yourself. Wenn er uns jetzt ghostet, der Typ. Show yourself. Lass uns jetzt nicht hängen. Ah, hier bei mir, unten, okay. Keller. Oh, scheiße, echt? Die Treppe hoch. Ich gehe die Treppe hoch. Okay. Oh Gott. Bist du hinter mir? Ja, ich habe aber das Kreuz. Soll er doch kommen. Okay, ich nehme mich nicht. Soll er doch. Ich höre so ein Gejaule. I will catch you. Show yourself. Show yourself. Bist du noch im Keller? Show yourself. Längst oben. I will schon. Catch you. Gnu? Ist Gnu noch oben? Ich bin noch da, oben. Ja. Mann, okay. Diese eine. Es muss doch möglich sein, den jetzt mal hier fertig zu machen. Ja, der will nicht. Also hätten wir Hardcore, hätte er schon 1 Million Mal angegriffen. Show yourself. Ghost, show yourself. Ich geh mal runter, ich will den jetzt haben. I will catch you. Show yourself. Ja, nimm mich hier! Auf dem Altar! Ah, hier bei mir, ist hier bei mir! Hörst was? Du mich, siehst du mich? Show hier, yourself! Achtung, hier vorne, da wo ich hinleuchte. Da kommt er gleich. Okay. Ja, show yourself! Eben gerade war er da. Wabbelt und I will catch you. I will catch you.
Nu, wo bist du? Du hast doch das Kreuz. I will catch you. Er nimmt mich jetzt. Er ist hier vor der Tür. Ja, er wird mich jetzt, glaube ich, holen. Geht weg, geht weg. Ich habe auch Kreuz, also falls okay, gut. Ist, linke Maustaste spam, wenn er dich nimmt. Jetzt, warte. Wo ist er denn? Was macht er denn? Ich glaube, er hat sich wieder aufgelöst. Ja, möglicherweise hat er den Braten gerochen. Catch us. Ich gehe jetzt mal runter in den Keller. Wir könnten den Spiegel nehmen. Wir sind ja im Keller hier. Wenn wir den Spiegel noch catch us. Unlocker nehmen. Oder den Spiegel, ja, das ist eine gute Idee. Hier bei mir, wo ich rumstehe, unten im Keller. Ja, hier wibbelt das. Und wabbelt und wobbelt. Genau, da wibbelt es nämlich. Wibble. Ich nehme jetzt den Spiegel. Bin jetzt geil drauf. Ey, hier ist noch eine Kerze, Leute. Ich habe sie angezündet. Oh, süß. Brauchen wir die nicht? Wir müssen jetzt nur noch... Ah, jetzt, okay. Oh, hier ist wieder irgendwas. Oh, okay. Shit, der hat mich... Nils, komm zu mir, du wolltest ihn doch wegmachen. Ja, warte, ich komm zu dir. Da, hinter mir, irgendwo hinter mir, siehst du was? Nee, aber ich glaube, der hat Angst gehabt vor dem Kreuz. Ich habe jetzt, ich habe mir jetzt das Kreuz geballert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ach so, bist du ein Stück... Hier ist noch, er wütet noch rum. Das hat, glaube ich, das hat nicht funktioniert, oder? Immer noch drei. Hä, wieso ging das nicht? Das war nur ein Scare. Achso, das war ein Jumpscare. Du bist oben, ne? Oh, hier, ich höre was. Seh was. Da ist er. Der baumelt hier rum. Ah, es war nur ein Jumpscare. Dann schaue ich mir noch ein bisschen im Spiegel verliebt an. Okay, jetzt. Jetzt. Moment. Okay, jetzt hier. Oh Gott, das ist ja so gruselig. Er ist hier bei mir, Hauptraum rechts, bei der Treppe nach oben. Er hat mich. Hast du kein Ding gehabt? Da, wo Nils gerade ist, nein. Ach, du hast kein Kreuz. Nils muss ihn eigentlich sehen, nein. Nee, Ding ist, wenn ich das Kreuz in der Hand habe, habe ich kein Licht. Ach, shit, Simon. Ernsthaft? Ja, Achtung, krass. Nils, er kommt jetzt irgendwie auch zu dir. Ich hoffe, er holt jetzt mich. Spam deine linke Maustaste, wenn er... Du nimmst Kreuz in die Hand. Ja, ist bei dir, Blut. Er ist bei dir. Hat funktioniert. Ja. Nils, er kommt jetzt zu dir. So, Nils, komm raus. Warte, jetzt muss ich erstmal wo ist die Dings da oben? Ja. Okay, und jetzt? So, Nils, jetzt machen wir einen auf Pokéball. Wir fangen den jetzt. Ey, weißt du, was ich die ganze Zeit mir in meinem Kopf schon überlege? Wie geil wäre ein Spiel so wie das hier, nur wenn du den Geist findest, danach darfst du so Pokémon-artig gegen andere spielen und den Geist einsetzen. Das wäre geil. Ja, so, so ein Erwachsenen-Pokémon. Das wäre nice. Ich habe jetzt diesen Pokéball. Ja. Damit schmeißen wir den jetzt ab. Ich bin bei euch. Geister. Show yourself. Es gibt eigentlich noch so Laser, die sind übel gut. Die pointen immer auf den Geist, dass du immer weißt, wo der ist. Und dann zeigt er dir auch an, wenn er durchsichtig ist, wann er kommt. Das haben wir jetzt halt nicht. Show yourself. Wenn ich daneben schmeiß, musst du ihn schmeißen. Bleib mal bei mir, weil wir haben jetzt, glaube ich, nichts mehr zum Abwerfen. Ich habe noch eine Bombe. Ghost, show yourself. Du siehst ja, wo er ist, Simon. Da kannst du uns... Da seht ihr, wie alles rotiert? Ja. Simon, wo bist du? Kannst du uns sagen, wo der ist? Ich bin tot und hinter euch. Aber nur ich sehe ihn nicht. Achso, okay. Ich habe auch nur die rotierenden Gegenstände gerade gesehen. Soll ich den Spiegel nehmen und du nimmst die Bombe? Okay, das ist nice. Ich gucke mal. Ich habe ihn hier hingeschmissen. Dann schmeiße ich das Kruzifix weg und nehme mir den Spiegel. Schmeiß er auf links, ne? Nur, dass wir das nochmal festhalten hier. Okay. Boah, die Nonne ist bestimmt... Oh, Gott, kommt, Scheiß, er kommt, er will mich. Okay. Er ist auf jeden Fall hier. Oh, nice! Voll gut! Wo ist er denn, Simon? Nee. Siehst du ihn? Nee, der war scheinbar bei euch oben. Unten hat's nur gekrisselt. Ich hab... Er ist direkt vor mir! Yes! Ja, geil! Yes! One Shot! Yes! We got him! Boah, was ein Akt! Geil! We got him! Boah, was ein Akt, ey, wirklich. Oh. Boah, echt, ja. Und vor allem, das war leicht, ne? Wenn man schwieriger macht, ist so, du kommst rein, der huntet direkt, nimmt dich mit, Jumpscared, hängt an der Wand und hat richtig krasse Jumpscares. Also, wir haben ja das Prinzip jetzt verstanden.
Wir können gern beim nächsten Mal eine Stufe härter gehen und dann eventuell die Nonne sogar finden, weil das ist ja die neue Map gewesen. Die Nonne ist, glaube ich, nochmal richtig geil. Also, falls ihr Bock habt, ich bin ready. Und lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und empfehlt mir immer wieder gerne neue Horror-Games. Kommt gerade so viel raus. Ganz viel Liebe an Nils und Simon. Checkt sie auf jeden Fall ab. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war intens, ey.